Hallo zusammen! Das heutige Training ist ein Morgenworkout. Ihr könnt euch aus eurem Bett direkt auf eure Matte rollen und wir beginnen, den ganzen Körper langsam aufzuwecken. Oder ihr macht das Training irgendwann unter dem Tag, wenn ihr neue Energie braucht. Alles, was wir benötigen, ist eine Matte oder einen weichen Untergrund. Wir beginnen im Fersensitz. Wenn ihr möchtet, nehmt euch gerne ein Kissen und setzt euch darauf am Anfang. Ansonsten brauchen wir nur noch euch selbst und dann können wir beginnen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir beginnen im Fersensitz. Die Knie berühren sich und die Fußspitzen berühren sich. Richtet euch auf Richtung Decke, habt das Gefühl, der Scheitel zieht nach oben, die Schultern sind entspannt. Schließt die Augen und atmet ein paar Mal tief durch. Beim nächsten Einatemzug bringt ihr die Arme nach oben Richtung Decke, streckt euch lang. Und legt die Hände weit vor euch auf der Matte ab. Die Fingerspitzen ziehen nach vorne, die Stirn berührt den Boden. Ihr kommt in die Kindspose. Der Rücken ist leicht gerundet. Und atmet ein paar Mal tief durch. Wirbel für Wirbel rollen wir dann wieder nach oben. Öffnet dann eure Knie etwas, wie in einer Art V. Die Fußspitzen berühren sich immer noch, streckt euch nach oben und wir kommen wieder nach vorne in die Kindspose und legt die Fingerspitzen auf dem Boden ab. Streckt euch lang nach vorne, die Stirn berührt den Boden. Dann lauft mit euren Fingerspitzen ein Stückchen zur einen Seite und streckt die Seite lang. Legt die Stirn wieder auf den Boden ab, atmet tief durch. Lauft mit den Fingerspitzen wieder in die Mitte. Und wir machen das Gleiche auf der anderen Seite. Lauft ein Stückchen zur Seite und streckt die Seite. Und kommt wieder zurück zur Mitte. Rollt dann langsam wieder nach oben, Wirbel für Wirbel. Schließt die Knie wieder. Bringt die Arme nach oben über den Kopf. Und richtet euch auf, schraubt euch in die Decke und setzt die Fingerspitzen auf den Boden auf. Richtet euch wieder auf, Blick nach vorne und schraubt euch wieder Richtung Decke, macht euch groß dabei, der Scheitel zieht Richtung Decke und blickt über die andere Schulter. Richtet euch wieder auf, zieht die Schulterblätter nach unten, kommt jetzt in den Kaktus, führt die Unterarme vor euch zusammen, rundet den Rücken leicht und öffnet das Brustbein nach oben. Noch einmal das Gleiche, Unterarme zusammen, rundet den Rücken, zieht den Bauchnabel nach innen. Und öffnet. Schulterblätter ziehen zusammen. Wir wiederholen das Ganze. Schraubt euch nach oben, dreht euch erst in die eine Richtung, schaut über die Schulter. Habt das Gefühl, ihr wächst dabei nach oben. Richtet euch wieder auf. Und wir drehen uns in die andere Richtung. Blickt über die Schulter, macht euch groß dabei. Und richtet euch wieder nach vorne aus. Zieht die Arme nach unten und die Unterarme dann zueinander, rundet den Rücken dabei. Öffnet wieder, zieht die Schulterblätter hinter euch zusammen. Bringt die Unterarme vor euch zusammen und öffnet wieder in den Kaktus. Streckt die Arme noch einmal nach oben und kommt dann in den Vierfüßlerstand. Die Handgelenke sind unter euren Schultern. Zieht den Bauchnabel jetzt nach innen, rundet den Rücken, blickt nach unten und dehnt den Rücken in die andere Richtung. Kehrt Cow. Rundet den Rücken, blickt nach unten, atmet aus dabei, atmet ein, Arch, Blick nach oben, macht einen langen Bogen mit eurem Rücken
Blick nach unten. Wir beginnen langsam das Gewicht nach vorne und nach hinten zu schieben. Macht diese Wellen so groß, wie es für euch am angenehmsten ist. Lasst sie langsam immer größer werden. Schiebt euch mit rundem Rücken nach vorne und wieder nach hinten. Wie stark ihr die Arme dabei beugt, entscheidet ihr selbst. Nach vorne schieben und durchs Arch nach hinten, bis in die Kindspose, wenn ihr möchtet. Rundet den Rücken, kommt nach vorne und wieder nach hinten. Und Welle nach vorne, nach hinten. Lass uns das noch einmal machen. Schaut, dass diese Bewegung ganz wohlig und angenehm für euch ist. Ganz egal, wie sie aussieht, ganz egal, wie groß sie ist. Bleibt dann wieder im Vierfüßlerstand und wir kreisen seitlich. Beginnt mit dem Kopf, die Schultern und die Hüfte dürfen mitkreisen. Auch hier schaut, dass es für euch eine angenehme Bewegung ist. Egal, wie groß die Bewegung ist, egal, wie die Bewegung aussieht. Sie soll sich einfach gut anfühlen. Kreist erst in die eine Richtung mit dem Kopf, mit dem Schultergürtel, mit der Hüfte. Und dann machen wir das Ganze in die andere Richtung. Schiebt das Gewicht nach vorne, nach hinten, von einer Seite zur anderen. Und kommt dann wieder im Vierfüßlerstand an. Blickt noch einmal nach oben und kommt dann in der neutralen Position an. Bauchnabel zieht nach innen und setzt die Fußspitzen ab, zieht den Bauchnabel nach innen und hebt die Knie ganz leicht vom Boden ab. Aktiviert die Bauchdecke. Langsam wecken wir die Muskeln auf. Haltet hier einfach kurz, lasst die Schulterblätter nach hinten ziehen. Und setzt die Knie wieder ab. Setzt euch einmal nach hinten. Wechselt dann die Fingerspitzenrichtung. Lasst die Fingerspitzenrichtung Knie zeigen. Und dehnt eure Handgelenke. Schaut, wie stark die Dehnung sein darf, was angenehm ist für euch. Wenn ihr möchtet, beugt die Arme. Und dann kommen wir wieder in den Vierfüßlerstand, Fingerspitzen zeigen wieder nach vorne. Zieht den Bauchnabel nach innen, Scheitel zieht nach vorne und hebt euer rechtes Bein nach hinten ab. Streckt durch die Fußspitze lang nach hinten und hebt den linken Arm ab und lasst die Fingerspitze nach vorne ziehen. Jetzt bringen wir den Arm über die Seite nach hinten, flext dabei den Fuß, streckt den Arm wieder nach vorne und streckt den Fuß. Bringt den Arm über die Seite nach hinten, Fingerspitzen zeigen Richtung Fuß. Wieder nach vorne, noch zweimal. Bringt den Arm über die Seite, die Fußspitze wird geflext und wieder gestreckt. Zieht die Fußspitze an, bringt den Arm nach hinten und wieder nach vorne. Jetzt zieht Ellbogen und Knie unter euch zusammen und streckt alles wieder lang auseinander. Fingerspitze und Fußspitze ziehen weit auseinander. Zusammenführen und strecken ein letztes Mal. Zusammen und auseinander strecken. Setzt Hand und Fuß ab. Kommt auf die Unterarme, wir kommen kurz in den Plank. Zieht den Bauchnabel nach innen und haltet dort. Lasst nicht den Rücken durchhängen. Und noch 3, 2, 1 und setzt die Füße wieder ab. Kommt wieder in den Vierfüßlerstand, wir wiederholen das Ganze auf der anderen Seite. Hebt das linke Bein nach hinten ab und hebt den rechten Arm nach vorne ab. Zieht durch die Fußspitze und durch die Fingerspitze. Bringt den Arm über die Seite nach hinten neben das Becken, flext dabei den Fuß und streckt ihn wieder. Arm nach vorne und Arm nach hinten bringen. Bleibt in einer Linie mit dem Körper, der Scheitel zieht nach vorne, zieht durch die Ferse nach hinten, zieht die Fußspitze fest an, zieht dann Ellbogen und Knie fest unter euch zusammen und streckt euch wieder auseinander. Mit rundem Rücken Ellbogen und Knie zusammenbringen und wieder strecken, noch zweimal. Bringt Ellbogen und Knie zusammen und streckt euch.
rundet den Rücken und streckt euch ein letztes Mal. Setzt die Hand und den Fuß wieder ab, kommt in den Plank und haltet dort noch ein paar Sekunden. Der ganze Körper ist durchgestreckt, die Schulterblätter ziehen nach hinten, der Bauchnabel zieht nach innen, der Scheitel zieht nach vorne und setzt wieder ab. Kommt wieder in den Vierfüßlerstand und diesmal setzt die Fußspitzen ab und wir kommen langsam in den herabschauenden Hund. Gerade wenn ihr das Training am Morgen macht, lasst euch Zeit, in diese Position zu kommen. Beugt gerne die Beine, lasst die Knie gebeugt, wenn es für euch angenehmer ist. Tretet ein paar Mal von einer Seite auf die andere, verlagert das Gewicht hin und her. Drückt die Hände fest in den Boden, breitet sie aus über den Boden. Und streckt dann so weit wie möglich die Beine oder lasst sie gebeugt. Die Fersen müssen nicht den Boden berühren. Streckt den Rücken fest durch, zieht den Bauchnabel nach innen. Drückt euch weg vom Boden. Und zieht das rechte Bein unter euch zur Brust. Kommt wieder zurück in den herabschauenden Hund. Wir machen das gleiche mit dem anderen Bein. Zieht es gerade unter euch zur Brust und schiebt euch wieder zurück in den herabschauenden Hund. Das rechte Bein zieht jetzt zum linken Ellbogen. Diagonal unter euch, zum Ellbogen, wieder zurück in den herabschauenden Hund. Streckt den Rücken durch und das linke Bein zum rechten Ellbogen. Wieder zurück. Das rechte Bein zum rechten Ellbogen. Bleibt auf der gleichen Seite. Zieht die Seite zusammen und setzt wieder in den herabschauenden Hund ab. Ein letztes Mal mit links, zum linken Ellbogen ziehen und wieder zurück. Wir wiederholen die ganze Sequenz. Atmet tief durch und bringt dann das rechte Bein gerade unter euch nach vorne zur Brust und setzt euch wieder nach hinten in den herabschauenden Hund. Holt den linken Fuß nach vorne, schiebt euch wieder nach hinten. Das rechte Bein zum linken Ellbogen und schiebt euch wieder nach hinten. Hände fest in den Boden gedrückt und zum rechten Ellbogen und wieder zurück. Rechter Fuß zum rechten Ellbogen und wieder zurück. Linker Fuß ein letztes Mal zum linken Ellbogen und schiebt euch noch einmal zurück in den herabschauenden Hund. Schaut, ob ihr ein bisschen tiefer in die Position sinken könnt. Atmet tief durch, holt dann das rechte Bein nach vorne zwischen eure Hände und setzt das Knie ab. Richtet euch auf, schiebt das Becken nach vorne. Schaut, dass das Knie über die Fußspitze ausgerichtet ist. Und bringt die Arme nach oben. Richtet den Oberkörper auf und zieht die Ellbogen mit Kraft, als würdet ihr gegen einen Widerstand arbeiten, nach unten. Bauchnabel zieht nach innen, Becken schiebt ihr nach vorne und zieht noch einmal nach unten. Streckt euch wieder noch zweimal. Zieht die Ellbogen nach unten und streckt euch wieder. Noch einmal. Zieht nach unten und streckt euch wieder. Dann legt die rechte Hand entweder auf dem Oberschenkel ab oder neben eurem Bein und zieht den linken Arm weit zur Seite. Dehnt die Seite und dehnt den Hüftbeuger. Schiebt das Becken nach vorne, schaut, wie ihr am angenehmsten einen Stretch herstellen könnt dort. Atmet ruhig weiter und kommt wieder in die Mitte. Von dort schiebt euch nach hinten, streckt das vordere Bein, flext den Fuß und legt euch mit langem Oberkörper über das vordere Bein. Das Becken bleibt abgehoben, schiebt euch nach vorne, richtet den Oberkörper auf, das Knie ist über die Fußspitze ausgerichtet und schiebt euch wieder nach hinten in den Half Split. Schiebt euch nach vorne, richtet das Brustbein auf. Und wir bleiben noch einmal hinten etwas länger im Half-Split.
Streckt euch lang nach vorne. Legt euch mit möglichst langgestrecktem Oberkörper nach vorne. Atmet ruhig weiter. Schiebt euch wieder nach vorne, setzt die Fußspitze ab und setzt das vordere Bein neben dem anderen Bein ab. Schiebt euch nach hinten in den herabschauenden Hund. Atmet tief durch, entweder ihr beugt die Beine oder ihr lasst sie gestreckt. Holt dann das linke Bein nach vorne zwischen eure Hände. Setzt das Knie ab, legt den Fuß ab. Schiebt das Becken nach vorne und richtet das Brustbein auf Richtung Decke. Bringt die Arme Richtung Decke und zieht viermal mit Kraft die Ellbogen nach unten. Zieht die Schulterblätter nach unten und streckt euch wieder, als würdet ihr einen Bogen spannen. Zieht nach unten und streckt euch wieder. Zieht den Bauchnabel nach innen, schiebt das Becken nach vorne. Und zieht nach unten. Macht euch wieder lang. Streckt euch nach oben. Und legt den linken Arm dann auf eurem Oberschenkel oder neben eurem Bein ab. Und macht einen weiten Kreis mit dem rechten Arm zur Seite. Das Becken wird nach vorne geschoben, das Knie ist über die Fußspitze ausgerichtet. Ihr dehnt die Seite und ihr dehnt den Hüftbeuger. Schiebt euch dann nach hinten in den Half Split, richtet euch etwas auf und legt euch mit langem Oberkörper nach vorne. Ganz egal, wie weit ihr nach vorne kommt, lasst den Oberkörper möglichst gerade. Und richtet euch auf und schiebt euch nach hinten in den Half Split. Legt euch lang nach vorne, schiebt euch wieder nach vorne, richtet das Brustbein auf. Und wir bleiben etwas länger im Half-Split. Lasst die Fußspitze nach oben ausgerichtet, das Becken ist abgehoben und legt euch über das Bein. Atmet ruhig weiter. Und schiebt das Gewicht wieder nach vorne. Bringt das vordere Bein zum hinteren. Schiebt euch noch einmal nach hinten in den herabschauenden Hund. Breitet die Finger aus über den Boden. Bewegt, wenn ihr möchtet, den Kopf leicht hin und her. Und rollt dann nach vorne in den Plank. Jetzt gehen wir langsam Stück für Stück nach unten. Zieht den Bauchnabel nach innen, die Ellbogen zeigen nach hinten. Bleibt ganz gerade und fest. Und legt euch dann auf die Matte. Die Hände sind neben der Brust abgesetzt und ihr schiebt euch in einem möglichst langen Bogen nach oben in die Kobra. Dehnt den Brustkorb. Schaut, dass es ein angenehmer Stretch im Rücken ist. Es soll nicht unangenehm sein im unteren Rückenbereich. Und wir machen das noch einmal. Drückt euch nach oben, richtet das Brustbein auf, zieht die Schulterblätter nach unten, dehnt den Bauch und legt euch wieder ab. Drückt euch dann wieder nach oben, setzt euch nach hinten kurz in die Kindspose, rundet den Rücken und rollt dann Wirbel für Wirbel nach oben. Bringt die Beine dann vor euch. Und hebt die Beine ab. Die Unterschenkel sind in einer Linie mit dem Boden. Die Arme sind daneben ausgerichtet, Fingerspitzen Richtung Fußspitzen. Und ihr kreist die Fußspitzen achtmal nach außen. Bleibt möglichst ruhig. Der Bauch ist flach und nach innen gezogen. Und dann wechseln wir die Richtung und kreisen die Fußspitzen in die andere Richtung.
Lass die Schulterblätter nach unten gezogen, bleibt entspannt. Und setzt die Beine ab, schiebt sie weit von euch. Lasst euch lang nach vorne über die Beine sinken. Atmet ruhig weiter. Und richtet euch wieder auf. Setzt die Hände dann neben eurer Hüfte ab, die Fingerspitzen zeigen Richtung Füße und schiebt das Becken nach oben. Schiebt euch dann nach oben, drückt euch von euren Handgelenken weg, der Bauchnabel zieht nach innen, der Po ist angespannt, drückt euch mit den Füßen vom Boden weg und lasst euch wieder nach unten sinken, lasst wenn möglich das Becken leicht abgehoben und schiebt euch direkt wieder nach oben. Streckt euch nach oben und lasst euch wieder nach unten sinken. Lasst das Becken schweben über dem Boden und schiebt euch wieder nach oben. Noch zweimal. Schiebt euch hoch. Öffnet das Brustbein, zieht es Richtung Decke und ein letztes Mal von unten nach oben. Drückt euch fest nach oben. Der Po ist angespannt. Und sinkt wieder nach unten. Wirbel für Wirbel rollen wieder nach unten. Legt euch hin, streckt euch einmal lang auf der Matte aus. Und bringt die Beine dann nach oben. Fußspitzen zeigen nach vorne. Hebt den Oberkörper ab vom Boden und zieht die Fingerspitzen nach vorne Richtung Mattenende. Von dort streckt abwechselnd ein Bein und bringt es wieder zurück. Bauchnabel zieht nach innen, Bauch ist flach, der untere Rückenbereich ist auf der Matte. Schaut, dass ihr nicht ins Hohlkreuz fallt. Abwechselnd zieht ihr immer ein Bein lang nach vorne raus. Habt das Gefühl, es zieht jemand an eurer Fußspitze. Von dort bringt ihr die Hände neben eure Ohren an den Kopf und wechselt von einer Seite zur anderen. Zieht den Bauch nach innen und bringt immer Ellbogen und Knie zueinander. Kommt wieder in der Mitte an, streckt dann wieder ein Bein nach unten aus, bringt Ellbogen und Knie zueinander, haltet diese Position und flext und streckt das verlängerte Bein. Bleibt in der Position, zieht den Bauch nach innen. Und wir machen das gleiche auf der anderen Seite. Ellbogen und Knie berühren sich, bleibt dort und flext und streckt den Fuß viermal. Kommt in der Mitte wieder an und streckt euch noch einmal lang auf der Matte aus. Stellt dann die Beine auf. Knie zeigen Richtung Decke, die Arme liegen neben dem Körper. Atmet aus und rollt Wirbel für Wirbel nach oben. Spannt den Po fest an. Wenn ihr möchtet, verschränkt die Finger unter dem Rücken. Zieht die Schulterblätter etwas zusammen, drückt euch mit den Füßen fest vom Boden ab. Der Bauchnabel zieht nach innen, der Po ist fest angespannt. Und dann rollt ihr langsam wieder nach unten. Von dort holt etwas Schwung mit euren Beinen und wir schwingen nach oben in die Bootsposition und rollen wieder zurück. Zieht das Kinn Richtung Brust, rollt rund nach hinten und kommt wieder zurück. Setzt nicht die Füße ab auf der Matte, wir machen das viermal. Ein letztes Mal, rollt rund nach hinten und haltet dort kurz. Dann schiebt euch wieder nach hinten. Jetzt bringt ihr die Fußsohlen zusammen in den Schmetterlingssitz, die Knie zeigen zur Seite, richtet euch auf. Ihr könnt entweder an den Fußspitzen greifen oder ihr fasst am Fußgelenk.
und lasst euch langsam nach unten sinken. Dehnt die Hüfte, dehnt die Innenseite der Oberschenkel, atmet ruhig weiter. Und kommt dann wieder nach oben. Dann setzt euch bequem hin, wenn ihr möchtet, wieder in den Fersensitz. Oder ihr setzt euch in den Schneidersitz und zieht den einen Arm weit zur Seite. Kommt über unten zur anderen Seite. Streckt den anderen Arm weit zur Seite. Und richtet euch wieder auf. Der gleiche Arm beginnt dann und zieht weit in die andere Richtung. Zieht durch die Fingerspitzen. Über unten kommen wir zur anderen Seite. Durch die Fingerspitzen weit zur anderen Seite ziehen. Und richtet euch wieder auf. Jetzt schließt kurz die Augen und schaut, was eurem Nacken jetzt gut tut. Kreist, wenn ihr möchtet, den Kopf von einer Seite zur anderen, verharrt in einer Position kurz. Und massiert dann kurz euren Nacken. Schaut, was euch gut tut. Kommt dann über den Kopf nach vorne auf die Stirn. Massiert die Stirn kurz. Die Kopfhaut. Den Kiefer. Wenn ihr möchtet, streicht ihn ein paar Mal kräftig aus. Lasst das Gesicht entspannt. Und atmet ein, bringt die Arme nach oben, bringt die Hände zueinander und lasst sie nach unten sinken vors Brustbein. Wir machen das noch einmal. Streckt euch weit nach oben. Bringt die Arme nach vorne, die Hände vors Herz. Und damit schließen wir für heute ab. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!